Liebe Kunstinteressierte, liebe Freundinnen und Freunde der Galerie, heute eröffnen wir die Ausstellung Cut and Move Teil 1 mit Holz und den Notschnitten sowie Bronzen von Pia E. van Nuland. Ich möchte kurz mit der Vita der Künstlerin beginnen. Pia E. van Nuland, in der Folge möchte ich sie einfach Pia nennen, geboren 1966 in Gescher, studierte Kunst in den Niederlanden und in Schottland. Sie schloss ihr Studium 1993 mit dem Bachelor of Fine Arts ab. Seit 1999 arbeitet Pia als freischaffende Künstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin in Bremen. Bereits seit 1995 zeigt sie ihre künstlerischen Arbeiten in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland, wie zum Beispiel in Deutschland, den Niederlanden, Japan und den USA. Wir hatten in diesen Tagen bereits einen guten und informativen Vorbericht in der Presse mit der Überschrift »Inspiriert von der großen Welle«. Denn der Eindruck des Holzschnitts mit der großen Welle, viele werden sie kennen, des japanischen Künstlers Hokusai, hat Pia schon früh nachhaltig beeindruckt. Noch nie habe ich ein Bild gesehen, wo Wasser so bewegt dargestellt wird. Die Kraft der Welle und die klare, kräftige Linienführung ist der Künstlerin nicht mehr aus dem Sinn gegangen. In meinen Arbeiten verbinde ich traditionelle Techniken mit modernen Inhalten. Seit einigen Jahren konzentriere ich mich auf die traditionelle Technik des Linol- und Holzschnitts. Ein wichtiges Thema ist für mich das Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur. So umreißt Pia ihre künstlerische Arbeit. Die Werke, die jetzt unter dem Titel Cut and Move 1 hier in der Galerie im Altbremer Haus gezeigt werden, strahlen eine herausragende Farbintensität aus und Pia treibt eine alte Kunsttechnik zu neuer Blüte, den Linolschnitt. Ihre Linoldrucke, komponiert aus bis zu 12 Farben, die jeweils mit einem eigenen Druckstock aufgebaut werden, ziehen den Betrachter durch eine ungewöhnliche Körperhaftigkeit in ihren Bann. Die Ölfarben sind lasierend transparent bis fast schon reliefartig pastos auf dem Untergrund aufgetragen. Vielfältigste und fantasievolle Strukturen, unterschiedlichste Linienverläufe und Strichstärken definieren die Situation. Another Day in June zieht im Galerieraum sofort den Blick an und verlangt Aufmerksamkeit. Die zweiteilige Arbeit ist ein herausragendes Beispiel der Arbeitsweise Pias. Mehrfarbiger Linoldruck in Öl auf Leinwand, jeweils 103 x 150 cm. In diesem Motiv zeigt sich die Beziehung zur Natur, die der Künstlerin immer wieder ein großes und ganz besonderes Anliegen ist. In den großen Motiven kann ich mich ausleben. Die Verbindung zur Natur ist wichtig. Was empfindet der Mensch im Einklang mit der Natur? So die Gedanken der Künstlerin, die sich auch von den Stimmungen in Caspar David Friedrichs Gemälden anregen lässt. Die Technik, mit der sie ihre Kompositionen entwickelt, indem besondere Momente oft per Handy fotografisch festgehalten werden, um sie später oft verfremdet oder in andere Kontexte eingebettet zu verarbeiten, hat sie 2018 während eines Studienaufenthalts in den USA in einer ganz eigenen Farben- und Formensprache entwickelt. Höchste Konzentration und Präzision erfordert jeder Schritt in der oft wochendauernden Herstellung der bis zu 12 Druckstöcke, die später in verschiedenen Farben übereinander gedruckt werden. Das markante Motiv zur Ausstellung Boy Blue Lake ist ein Linoldruck in 8 Farben in Ölfarbe auf Büttenpapier und zeigt eine Person vor einer Naturkulisse. Den Blick auf Spiegelungen
im Wasser gerichtet. Trotz bewegter Wellenlinien strahlt das Bild eine Ruhe mit Hinwendung zur Natur aus. Eine neue Entwicklung im Schaffen Pias sind die Bronzen. Move, auch im Titel wiederzufinden, die Bewegungen von Linien, Wasser und Wolken inspirieren zu Figuren in Bewegung. Die weibliche Figur Waves 1 ist für mich eine herausragende Arbeit in Ausdruckskraft und Eleganz, einfach sagenhaft schön. Noch einmal zurück zu den Themen der Holz- und Linolschnitte, die die Besucher der Ausstellung erwarten. Ist der Mensch Teil der belebten Natur? Fügt er sich ein? Oder macht er sich die Welt untertan, versucht ihre Urgewalt zu bändigen, indem er die Natur verdrängt? Pias Arbeiten werfen Fragen auf. Je länger man ihre Drucke betrachtet, desto weniger eindeutig erscheint die dargestellte Situation. Sie bietet Raum für vielerlei Deutungen, gibt keine klare Antwort. Noch ein Hinweis auf Cut and Move 1 hier in der Galerie, folgt Cut and Move 2, die Präsentation von Pias Arbeiten in Worpswede im neuen Worpsweder Kunstverein, die wir in einer Woche eröffnen. Aber nun erst einmal lassen Sie sich in aller Ruhe auf die Arbeiten von Pia E. van Nuland ein. Vielen Dank.